the last day of the Green Building Solution in 2018. Next to me is Anusha. She's from Iran. So tell me, what's the most impressive difference between your country and this country, for example, in terms of building culture? Honestly, sustainability is a new topic in my country, and I'm so passionate to improve this concept in my country. As an urban planner, I believe if you want to do something professional in city level, you should first break it down and get more knowledge about the details. So I participate for this program to know about all the technologies about buildings and implement it as a city level. Thank you. Abdullah, you've worked in several countries. This is really interesting. Can you compare these countries in terms of sustainability? Yeah, actually I was really lucky that I have the chance to work in several countries, like in, for example, like countries in Africa, Asia, and now in Europe. So if we can say something about sustainability, it's like really a flexible term. It depends on the many factors, like the economy, the education, like the cultures of the people, and also the climate of the country or the area we're working for. Thank you. Timo, du hast sowohl einen handwerklichen als auch einen architektonischen Hintergrund. Das passt perfekt für die Green Building Solution. Was nimmst du denn mit nach Hause? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich einiges ändern muss und vor allem auch im Baubereich, weil es werden immer noch so viele Werkstoffe genutzt, die man eigentlich ändern könnte, also die man eigentlich nicht mehr nutzen muss, aber das wird weniger beachtet. Und wir hatten hier auf jeden Fall bei der Green Building Solution eine Menge Vorträge, wo uns gesagt wurde, da muss sich was ändern. Und ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja. Dankeschön. Viola, du bist so ein bisschen der Quereinsteiger unter uns, du studierst Geografie. Wie bist du denn zur Green Building gekommen und was nimmst du vor allem mit nach Hause? Ja genau, also wie gesagt, ich studiere Geografie und da ist einfach wichtig, diese Beziehungen zwischen Mensch, Raum und Umwelt, also damit beschäftigen wir uns sehr viel. Und ich habe einfach auf der Website gesehen von der Green Building Solutions, dass da einfach sehr viel auch von diesen Themen aufgegriffen werden und dann auf die Gebäude sozusagen es fokussiert wird. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig für uns, auch für uns Geografen, und ich werde da viel mitnehmen. Hatte auch meine Schwierigkeiten am Anfang, das alles zu verstehen, aber die Vortragenden waren da sehr gut und sind sehr gut auf all meine Fragen eingegangen, und ich bin sehr, sehr froh, ich nehme sehr viel neues Wissen aus diesen 3 Wochen mit. Dankeschön and thank you and good luck for the presentation.